like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Zurück und herzlich willkommen natürlich. Wir haben alle 8 Bauabschnitte erfolgreich abgeschlossen. Mehr oder weniger. Es gab ein paar Probleme beim Bau. Späteres dazu, Näheres dazu natürlich später. Und was jetzt noch fehlt, ist der Zusammenbau der einzelnen Teile. Das machen wir jetzt. Normalerweise kommen da noch Beleuchtungen drin. Ich mag die Beleuchtungen aber nicht, die dabei waren. Das ist das Problem, weil das sind solche, ich zeige euch die gleich mal, solche einzelnen Bricks. Und zwar sehen die dann, Moment, ich zeige euch das mal in einer anderen Kameraperspektive. Ich schalte mal kurz um in die Kameraperspektive. So, da sind wir wieder. Das sind solche Bricks. Und die ganze Problematik bei den Bricks ist ganz einfach, dass da erstmal 2 Batterien reinkommen. Und ich die natürlich extra alle inschalten muss. Da ist ein Schalter dran. Und das ist in dem Falle doof, weil ich ganz einfach, um die zu aktivieren oder wieder auszuschalten, die kompletten einzelnen Ebenen abmachen müsste. Und deswegen werde ich mir da was anderes besorgen. Das kann aber noch dauern. Ich mache dann auch ein extra Video davon, was man noch als Möglichkeit hätte, die so ähnlich sind, wäre sowas in der Form. Also Leuchtbricks mit einem USB. Das habe ich ja auch schon bei unserer Irrenanstalt gemacht. Problematik gibt es auch hierbei leider. Das zeige ich euch aber auch später, wenn ich die Einzelblöcke aufeinander setze. Da werde ich dazu noch ein bisschen was erzählen. Und ich würde sagen, ich hole mal das Erdgeschoss her und dann zeige ich euch das natürlich noch mal in der Ansicht. Und ja, wir reden darüber noch ein bisschen. Ne? Also, ich hole mal das Erdgeschoss und wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir zurück. Das Erdgeschoss haben wir hier. Vom Bau her war das noch relativ einfach, muss ich gestehen. Es hat sehr viele Details drin.
Was mir sehr gut gefallen hat, war zum einen der Treppenaufgang hier hinten und ja, es sind ein paar Details drin. Wir haben hier hinten noch ein kleines Regalchen und einen Kamin hinter der Treppe. Wir haben hier oben ein paar Bilder hier an der Wand. Hier sieht man das jetzt ganz gut. Wie gesagt, der Treppenaufgang finde ich fantastisch. Wir haben hier auch noch ein Wartefoyer mit ein paar Schränken. Zum einen hier mit ein bisschen was an Deko. Hier hinten haben wir noch ein Bücherregal. Unter der Treppe passiert auch ein bisschen was, was man da nicht so zeigen kann. Wir haben hier auch in der Front, hinten in der Ecke nochmal ein Bild hängen in der großen Ecke, die in den weiteren Etagen relativ schwierig zu bauen war und durch die Klemmkraft, weil sie auch nur mit einem Pin gehalten werden, ständig wieder abgefallen sind. Wir haben hier sogar einen kleinen Tisch mit einem Briefchen drauf. Wir haben hier die Laternen an der Seite und da fällt auch schon das erste wieder ab. Und das zweite gleich nach. So, wieder befestigt. Wir haben auch hier an der Seite, das sieht man jetzt schlecht, ich mache das mal so, da sieht man es etwas besser. Ah, eigentlich auch nicht. Naja, die Problematik ist ganz einfach. Die Deko hier drin ist relativ eng. Deswegen kann man da nicht viel sehen. Wir haben auch unter dem Treppenaufgang und hinter der Treppe ein interessantes Detail, was man so gar nicht sieht, was ich schade finde. Wir haben hier sogar eine Eingangstür, die sich natürlich auch öffnen lässt. Wir haben außerhalb eine ganze Menge, was passiert. Wir haben hier zum einen mal eine Laterne, es ist alles komplett gefliest. Wir haben einen kleinen Briefkasten gebaut, der dazu gehört. Wir haben hier einen Hydranten und natürlich auch einen Mülleimer mit einer Maus und Kisten. Und ja, wie gesagt, das erste Stockwerk war interessant. Die Eingangstür lässt sich übrigens auch öffnen. Ist auch relativ massiv gebaut. Das ist hier wirklich ein bisschen tricky, weil das Ding ständig abfällt. Es wird auch jeweils immer nur mit einem Slope gehalten. Und dadurch ist das sehr komplex. Dasselbe Problem haben wir dann später auf den Stockwerken auch hier hinten. Deswegen habe ich da ein bisschen zu einer Hilfe gegriffen und das Ganze mit ein bisschen Kleber festgemacht. Eventuell mache ich das hier auch noch. Macht man normalerweise nicht, aber ihr seht das dann bei, ihr habt das gesehen bei dem letzten Bauabschnitt mit der Schräge oben. Da bin ich fast verzweifelt. Da ist so viel abgegangen und da war so viel drin in dem Gebäude, was unmöglich war. Wie gesagt, was ich cool finde, ist der Treppenaufgang, der ist cool gebaut. Und der sitzt auch nur so drin, den kann man auch einfach rausnehmen. Ja, also es wird nur hier praktisch draufgesetzt und dann sieht man auch, was da hinten so ein bisschen passiert, weil da haben wir auch noch einen Brunnen drin und auch hier an der Seite, das sieht man jetzt etwas schlechter. Ich hoffe, dass jetzt nichts kaputt geht. Hier hinten dran, das seht ihr, da ist auch noch mal eine Plakette, die das Ganze eben zeigt. So, dann machen wir die Treppen mal wieder drauf. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zum ersten Stockwerk, nämlich die Galerie des Ganzen. Ich hole das gleich her und wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir schon wieder. Das ist die Galerie. Die hat eine relativ große Öffnung. Wir haben hier auch wieder ein paar Schränke mit drin und Deko-Elemente auf beiden Seiten. Hier neben ist was ab, sehe ich gerade. Wir haben hier auch alles gefliest wieder. Und auch
Entschuldigung, so rum. Ein paar Blumenbänke mit drin. Wir haben mit Laternen an der Wand. Wir haben hier auch noch mal ein paar Deko-Elemente, wie eben Bücherregale mit irgendwelchen Köpfen drin und auch hier ein paar Deko-Elemente mit drin im Schrank. Eigentlich alles sehr schön gestaltet, hält jeweils auch nur mit 4 Slopes auf dem Boden. Also auch alles ein bisschen wackelig. Wir haben hier wahrscheinlich eine Regenrinne, gibt das Ganze. Da muss ich gucken, es kann sein, dass ich die ein bisschen kürzen muss, dass da das dritte Stockwerk nicht drauf passt. Wir haben hier unsere Front auch mit diesem runden Fenster mit drin. Und ja, eigentlich auch ein relativ einzelner Bau. Hier die Ecke war ein bisschen anstrengend. Also da hatten wir das Problem, dass hier von unten ständig alles rausgebrochen ist, weil das ist auch nicht unbedingt jetzt richtig fest hier unten. Ihr seht die Ecke, die hängt einfach nur so drin und wird einfach nur mit einzelnen Slopes gehalten. Das ist mir das öfter mal rausgegangen. Ich sehe hier eine schöne Kuckucksuhr, eine schöne Uhr, eine Pendeluhr, die super gezeichnet ist. Auch die Treppe, man kommt ja dann praktisch einmal hier hoch und einmal hier hoch vom Erdgeschoss und kann dann hier weitergehen zu den anderen Stockwerken. So, dann würde ich sagen, wir setzen das Ganze drauf und ich hoffe, dass alles passt, nichts kaputt geht. Ich hole mal kurz wieder das Erdgeschoss her. So, und dann hier würden jetzt zum Beispiel schon die ersten Leuchtsteine hier unten dran kommen. Hier kommen die Leuchtsteine praktisch dran. Hier wäre das auch kein Problem mit diesem Lichtleuchtstein, weil wir haben hier Platz, hier hochzukommen. Ja, aber wie gesagt, mir gefällt das nicht. Ja, das wird einfach nur drauf gesetzt, das hält nicht, das wird nicht irgendwie mit Slopes festgedrückt. Das bleibt einfach drauf sitzen. Das Ganze arretiert sich dann hier eben an diesem Treppenaufgang. Ihr seht hier auch, wir haben hier einen relativ nahtlosen Übergang vom Erdgeschoss bis hoch in die Galerie. Und das war es auch soweit schon zur Galerie. Ich hole das zweite Stockwerk hoch und wir sehen uns gleich wieder. So, das ist das zweite Stockwerk und hier hätten wir das erste Problem, die Leuchtsteine hochzubringen. Und zwar mit Kabel. Die Problematik besteht ganz einfach, das Ding ist komplett zu von unten. Den einzigen Durchgang, den wir hätten, wäre hier hoch. Ich zeige mal das Ganze von unten. Weil hier haben wir einen kleinen Durchgang, hier haben wir unten. Ich könnte praktisch nur an der Treppe hoch und dann hier irgendwie hier hinten durch und das ist eine Scheißfudelei. Wir haben hier einen Aufenthaltsbereich mit Küche, mit Esszimmer, mit Schlafzimmer, Toilette ist natürlich dabei. Hier war die Ecke schon sehr tricky. Die ist ständig rausgefallen. Die musste ich dann wirklich ankleben, weil das gar nicht ging. Wir haben hier, wie gesagt, sehr viele Elemente. Wir haben hier einmal den Schlafbereich hier mit Bett, hier ist eine Truhe, eine Schatztruhe drin. Wir haben hier den Essbereich mit Tisch und so weiter. Wir haben hier, um das mal so zu zeigen, auch einen schönen Kamin. Hier hinten seht ihr das jetzt auch mit den Nachtschränken, Kamin. Hier haben wir nochmal eine Schatztruhe. Wir haben hier wieder Fensterbänke mit Blumen. Es hängt hier ein Bild an der Wand. Wir haben hier den Eingangsbereich von der Galerie praktisch. Man kommt ja hier raus, auch mit der Tür, die sich öffnet, wenn sie möchte. Ja, nicht unbedingt so richtig, aber sie geht auf. Dann haben wir hier natürlich auch einen Kleiderständer hier mit drin und eine kleine Truhe mit einem Briefchen wieder drauf, Laternen überall dran. Wir haben hier auch eine kleine Blumenbank sitzen und dann kommen wir hier zu der Küche.
Die ist ein bisschen schwierig zu erkennen durch diese Schräge hier oben, war das ein bisschen doof zu bauen. Aber es sind Schränke drin, es sind Flaschen drin, es ist ein Mixer drin. Hier haben wir die Abwaschgelegenheit mit Spüle. Hier neben ist ein kleiner Wasserhahn in Gold angedeutet. Wir haben auf dieser Seite hier einen kleinen Herd mit drin. Und auch einen Vorratsschrank, wo sogar was drin liegt. Alles schön gestaltet. Dann haben wir hier, kommen wir ja, hier geht es dann weiter zum nächsten Stockwerk, zum vierten, zum Endstockwerk praktisch. Hier ist nochmal ein kleiner Schrank hier mit drin. Ein Kühlschrank praktisch, den ihr seht, mit Gefrierschrank unten drunter. Die ganzen Treppenverbindungen hier hoch. Und auch hier gehen wir dann praktisch raus. Und hier geht es ins Bad drin. Auch mit einer Badezimmertür, sehr schön gestaltet das Bad, mit einer Dusche, mit einem Waschbecken, hier die Toilette, wo ist sie? Hier hinten ist sie, die Toilette, sehr schön gestaltet mit dem Spülding und auch hier der Wasserhahn in der Ecke am Waschbecken. Wirklich schön gestaltet mit vielen kleinen einzelnen Details, war vom Bauen relativ einfach. Und ich reiße das erste schon ab. So, von außen passiert da nicht sonderlich viel. Wir haben hier die Front mit dem Balkon. Und jetzt reiße ich das zweite schon ab. Ja, mit der Klemmkraft sollte planlos da noch ein bisschen arbeiten. Das ist aber auch schwierig, es wird teilweise alles von 1 bis 2 Slopes gehalten. Ja, auch so hier bei der Ecke, bei der Schräge, ganz schwierig, aber gut geschaltet. Wir haben hier ohne Nummer an den Fenstern einen kleinen Schutz dran rundherum und wir haben hier so ein großes Ärgerfenster, wenn man das so nennt. Es ist eine andere Art von Fenster, ich finde es interessant gestaltet. Die Regenrinne geht weiter hoch. Ich hoffe, dass das passt, weil ich sehe das also ein bisschen zu hoch. Es könnte sein, dass wir es das jetzt gleich ein bisschen kürzen müssen. Ja, dann würde ich sagen, wir bauen das mal oben drauf. Und wie gesagt, das mit der Beleuchtung, das mache ich noch. Da besorge ich was anderes, dass wir Einzelkabel rauslegen können und die hinten zusammenführen können, weil ich halt das Ganze gerne über USB an. So. Dann das einmal hoch und jetzt schauen wir mal, ob das so passt, wie ich mir das vorstelle. Das habe ich mir gedacht, dass das so nicht passt. Okay, ich zeige euch das gleich mal, wenn es drauf ist, was wir da machen müssen. Das ist auch ein bisschen schwieriger drauf zu setzen. Weil das setzt sich hier so ein bisschen rein. Moment. Ich hoffe jetzt. Und deswegen will ich auch nicht jedes Mal die Leuchtsteine abmachen. Sind eigentlich Millimeter. Also wenn sich die Wand hier ein bisschen verzogen hat, ist das schon schwierig. Das habe ich mir gedacht, dass das passiert. Moment.
hier ist ein Igel rausgebrochen, ich sehe das gerade. Ich nehme das noch mal kurz ab. Wir bauen das hier mal wieder kurz ran. So. Und dann probieren wir das hier noch mal drauf zu sitzen. Und jo. Nein, fast. Jetzt. Ja, ein bisschen Kraft aufwenden ist manchmal ganz okay. Und jetzt zeige ich euch mal hier kurz das ganze Problem des Dachkannels bzw. des Wasserablaufs. Der würde hier jetzt drauf kommen. So, und dann guckt der hier natürlich ein bisschen zu hoch raus. Deswegen müssen wir das Ding hier wirklich ein bisschen kürzen. Und zwar müssen wir... Ja, irgendwie haben sie da Mist gebaut. Wir müssen hier ein bisschen kürzen. Und zwar circa so viel. Ist doof, kann ich aber nicht ändern. Zack. Und jetzt können wir das natürlich auch ein bisschen... Nein, falsch rum. Hier hochziehen. Dass das passend hält. Sollte eigentlich nicht passieren. Ich habe aber auch laut Anleitung sind es die richtigen Teile. So, jetzt sieht das nämlich optimal wesentlich besser aus. Jetzt passt das hier auch relativ gut dran. So, okay. So viel zum nächsten Stockwerk. Und wir gehen jetzt zum letzten, dem Labor. Wir sehen uns gleich wieder, Freunde. So, Freunde, das letzte Stockwerk und das hat mich Nerven gekostet. Und zwar richtig. Da ist die Klemmkraft sehr, sehr wünschenswert bei manchen Teilen. Ist aber auch sehr komplex gebaut. Wir kommen wie immer, ich hoffe nicht, dass jetzt noch mehr abbricht. Wir kommen wie immer hier hoch. Ja. Und dann passiert hier eine ganze Menge. Hier geht die Treppe hoch zum Dachgeschoss. Wir haben hier eine kleine Laterne stehen.
Die sieht man jetzt ein bisschen doof. Moment. Jetzt sieht man es etwas besser hier unten in der Ecke. Wir kommen hier raus zum Bürobereich. Und der hier ist auch mit Schreibtisch, allem drum und dran, Stuhl, ein schönes Bücherregal wieder an der Seite. Sehr viel Details, sehr viel Vitrinen mit Sachen. Vitrinen waren Ding, wenn ihr das Set baut, setzt die zum Schluss drin. Macht erst das Ganze fertig, setzt die Vitrinen, das ganze Zubehör wirklich erst zum Schluss drin. Ich kann es euch empfehlen, denn in diesem Bauvorschnitt ging alles wieder ab, wo ich den Boden festgemacht habe. Wir haben hier auch nochmal ein schönes Prüfteil. Wir haben hier ein Portal, was sogar eine Funktion hat. Wir haben hier nochmal sehr viele Schränke auf der Seite. Was passiert? Wir haben hier nochmal ein Bücherregal auf der Seite. Hier seht ihr es, wir haben hier ein großes Bild hängen. Es sind übrigens alles beklebte Teile. Es gibt wenig bedruckte Teile in dem Set. Es gibt einige schöne bedruckte Teile, aber auch sehr viel beklebte Teile. Hier vorne passiert eine ganze Menge. Ihr seht das, wir haben hier zwei Statuen stehen. Wir haben hier Schränke stehen mit Zubehör drauf. Wir haben hier hinten nochmal einen Schreibtisch stehen in der Ecke. Und auch von außen passiert hier eine ganze Menge. Ihr seht hier auch die leichten Dachschrägen, die eine einzige Katastrophe waren zu bauen, weil die einfach nicht fest waren. Was ich da cool finde, ist, dass man die hier wirklich aufklappen kann. Ja, um so ein bisschen einen Einblick in das Ganze zu gewinnen. Die Funktion hier hinten mit dem Portal, wir haben hier hinten ein Rad, was wir drehen können. Das waren also Technikteile. Das soll das so ein bisschen simulieren. Und mein Telefon klingelt, einen kleinen Moment bitte. So, entschuldigt die Unterbrechung kurz. Ich mache nochmal eine kleine Unterbrechung und trinke noch was. So, ja, beim Portal geschlossen auf, wenn es denn mal funktioniert. Ihr seht, es funktioniert nicht immer, manchmal hapert es und hängt es ein bisschen. Aber es ist interessant gemacht. War auch ein schöner Bauabschnitt in der Hinsicht. Ich darf das hier nicht so arg auf ein Ding schieben, weil hier unten haben wir eine Leiste drunter. Irgendwas klappert hier. Okay, nein, wir haben hier eine Truhe, da ist Zeug drin, deswegen ist das, was klappert wahrscheinlich. Auch hier die Dachschräge, auch das hier mit dem Fenster, finde ich sehr schön geregelt. Hier unten, das hier. Wenn ich das jetzt rutsche, weil das so ein kleiner Übergang zum Unterschub ist und so. Wie gesagt, diese Teile haben sie ganz zum Schluss angebracht, wo das komplette Interieur drin war. Und seht zu, dass er das alles später inbaut und das vorzieht, weil das geht gar nicht. Auch die Schräge hier, eine richtige Katastrophe. Die ist so ein bisschen bewegbar. Die wird mit keinem einzelnen Slope gehalten. Die ist eingeklemmt. Und zwar wird die hier mitgeklemmt, mit dieser Ecke hier praktisch von unten. Wir haben hier lauter Fliesen drunter und da ist so ein kleines Ding, was praktisch so ein, also ein Querslope, der praktisch hier so leicht drin sitzt. Und hier drauf sind dann, hier ist die Ecke sozusagen. Und das ist wirklich nur geklemmt. Und es war eine Katastrophe. Es bruch ständig ab. Und ja, hätte man mehr draus machen können, ein bisschen anders da überlegen. Und dann hätte das funktioniert. Auch die ganzen Fliesen innen drin sind komplett beim Zusammenbau abgegangen. Übrigens wegen bedruckten Teilen, hatten wir es vorhin wegen dem Bild. Das Teil hier ist das einzige, was wirklich bedruckt ist in diesem Stockwerk. Alles andere ist wirklich geklebt. Ja, okay. Es ist Gott sei Dank gemacht. Ein paar Sachen habe ich angeklebt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ging einfach nicht anders da. Und ja, wir sitzen. Der Schrank hier übrigens wird mit einem Slope gehalten. Ein einziger Slope. Und dann schubbelt der so umher da drin. Weiß ich warum, wir hätten hier auch nochmal ihn anbringen können praktisch und dass der wenigstens mit zwei Slopes gehalten wird.
So wie die anderen Schränke, die sind alle mit mehreren Slopes fest. Ich weiß nicht, was ich dabei gedacht habe. Entweder haben sie da keine Lust mehr weiterzumachen oder sich was einfallen zu lassen. Jedenfalls war dieses Stockwerk eine Katastrophe. Aber es ist fertig, es steht hier und ich bin froh drum. Wenn ich das Lichtset anbringen muss, kriege ich mit Sicherheit nochmal die Krise, weil das wird furchtbar, das alles immer abzunehmen und dran zu bauen. Wir schauen dann einfach, das kommt zum späteren Zeitpunkt. Wir setzen es drauf, Freunde. Und das Teil wird schon ziemlich schwer momentan. Ich muss die Kamera mal ein bisschen höher drehen. Ups, Entschuldigung, wenn das wabbelt. Ihr seht ja schon so ein bisschen die Ausmaße von dem Teil. Es hat also auch ganz schön Gewicht zum Schluss. So. Und mich dünkt, wir haben hier mit diesem Dachkanal genau dasselbe Problem. Oder? Könnte. Auch passen. Ich mach's das erste Mal. Ich habe keine Ahnung, Freunde. Ich mache ihn einfach mal ab und probier's. Ich weiß nicht, wo es hängt. Würde das passen? Ich glaube, der setzt sich sogar oben drin. Der setzt sich sogar oben rein. Seht ihr, da passt es optimal. Hier hat es nicht gepasst. Warum auch immer. So, okay. Hier muss noch ein bisschen was gemacht werden. Jetzt haben wir. Fast. Er ist hier wieder hoch. Muss man hier ganz kurz aufstehen. Ja, so richtig will es nicht. Ich sehe auch nicht, woran es hängt. Er sitzt jedenfalls richtig drauf. Ich glaube, das Ganze hat sich einfach nur ein bisschen verzogen. Weil wenn ich das hier drücke, passt es. Ja, das passt auch. Ihr seht, es hängt nirgends. Es hat sich wahrscheinlich wirklich einfach nur irgendwo verzogen, das Teil. Weil hier sitzt auch alles plan auf. Also wird sich das irgendwann nochmal bei Gelegenheit reinsetzen. Teilweise waren auch die Teile ein bisschen verzogen, was ich sehr schade finde. Aber wir lassen es jetzt einfach mal, auch wenn wir hinten einen kleinen Rand haben, das ist mir jetzt relativ egal. Sitzt soweit alles drauf und sieht auch von der Front super aus.
Ja. Dann fehlt eigentlich nur noch das Dach. Und das will ich jetzt hier, also einen kleinen Moment, und dann zieht man mich auch nicht mehr. So, beim Dach gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Das ist relativ simpel gehalten, das ist einfach eine Plate. Ihr seht das hier mit ein bisschen Deko drauf. Hier kommt man natürlich raus, die Tür auch zum Klappen, und das Ganze wird einfach nur oben drauf gesetzt. Und ich sehe, hier hat sich was gelöst. So, okay. Also. Ihr seht, auch das muss man relativ genau aufsetzen, sonst hat man da auch Probleme, das reinzudrücken. Weil die Problematik habe ich jetzt hier schon. Und das ist ein bisschen groß. Man muss ein bisschen drücken und dann klappt das. Ich mache das mal hier kurz ab. So, dann kommt das drauf und ne, hier fängt was. Oh, ups, ich mache den hier mal kurz ab. Irgendwo hängt was. Irgendwann. Ah, es sind unten wieder die scheiß Fliesen. Ah, ich hasse die. Das hätte so geht auch ohne geklappt. So, jetzt ist es besser. Wie gesagt, es hätte so gut auch ohne Fliesen geklappt, aber okay. So, Freunde, das ist das. Hier kommt man hoch. Ich mache es immer so ein bisschen schräger, dass ihr das besser seht. Moment. So, wie gesagt, hier kommt man hoch. Da ist die Treppe drin. Und ja, passiert auch nicht mehr viel in diesem Stockwerk. Es ist halt auch nur ein Dach. Ich hoffe, dass es das hier wirklich gibt, aber ich denke mal schon, das scheint wirklich nur hier so ein bisschen verbogen zu sein. Es liegt schon ein paar Tage hinten im Regal drin, das Modell. Und ja, damit sind wir komplett durch, Freunde. So sieht das Ganze von vorne aus. Ich bedanke mich natürlich erstmal fürs Zuschauen und ja, wäre schön, wenn ihr die Videos liked. Schaut es euch alle an. Es war ein interessantes Bauen und das Resultat finde ich, ja, passt dazu auf jeden Fall, kommt raus ins Wohnzimmer, da habe ich die großen Modelle stehen. Licht kommt noch rein, das machen wir in einem anderen Video irgendwann, wenn ich das bestellt habe. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal, Freunde, macht's gut, ciao.